Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. In diesem Tutorial werde ich dir zeigen, wie man für die Threshold X Level Up 737 Next Generation die Libraries richtig findet und installiert, denn hier gibt es einiges zu beachten. Bei diesem Flugzeug ist vieles anders als bei anderen Add-ons. Mehr erfährst du in diesem Video. Wir befinden uns jetzt im Threshold X Forum und ich zeige dir jetzt Schritt für Schritt, wie man alles richtig installiert. Wir haben hier auf der rechten Seite den X-Plane und wir klicken in den Level Up-Ordner. So, jetzt haben wir hier die offiziellen Libraries, die von dem Publisher produziert wurden. Wir werden jetzt mal zum Beispiel dieses Tutorial anhand einer 737-600 ausführen. Wir klicken in Libraries rein. Und jetzt haben wir hier die Versionen. Ich werde hier diese alte 737-600 Scandinavian Airlines Version auswählen und werde sie jetzt einfach ganz entspannt herunterladen. Auf der linken Seite befindet sich der gepackte Libraries-Ordner und auf der rechten Seite ist dann der X-Plane 11 Hauptordner. Wir entpacken erstmal das Ganze und wir sehen jetzt die 737-600 Scandinavian Airlines alte Lackierung, übrigens von 1999. Diese Datei müssen wir in der 737 Level Up installieren. Wir gehen zunächst in den Aircraft-Ordner und wählen uns die 737 Next Generation aus. So, und vielleicht ist einem jetzt schon was aufgefallen. Scheiße auf gut Deutsch, wir haben hier keinen Libraries-Ordner. Was ist hier los? Hier haben wir nur den Objects-Ordner, den wir hier auf der linken Seite auch haben. Muss ich jetzt die hier installieren? Das ist doch alles durcheinander, oder? Ja, die Library wird tatsächlich ein bisschen anders installiert. Wir müssen einen Ordner erstellen, der Libraries heißt. Jetzt können wir erst diesen Ordner mit ausschneiden und einfügen, hier installieren. Das ist doch mal ein bisschen tricky. Ich musste da selber ein bisschen recherchieren und darum ist dieses Tutorial entstanden, um euch natürlich zu helfen. Im X-Plane angekommen sehen wir jetzt hier die Boeing 737-600 Next Generation und wir haben jetzt die Library für die 737-600 erfolgreich installiert. Wenn ich dir bei diesem Tutorial geholfen habe, würde ich mich riesig freuen, wenn du meinen Kanal mit einem Abo unterstützt. Vielen, vielen Dank dafür und wir sehen uns im nächsten Livestream oder auch im nächsten Tutorial. Habt einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal, euer JK.